Hi und guten Morgen. Wieder mal zu einem Let's Drive auf meinem Kanal hier bei Furious. Ja, ich bin auf dem Weg in die Arbeit am Sonntag, wie ihr es so von mir kennt. Und heute ist Wahlsonntag. Bundestagswahl 2017. Und das allererste, was ich jetzt mache, wir haben es jetzt 12 vor 8, ist, ich fahre zu schnell zum Wahllokal und gebe den Dengel hier ab, beziehungsweise melde mich damit erstmal dort an, zusammen mit meinem Ausweis. Und dann werde ich meine zwei Kreuzchen setzen. Ne? Also zwei, ne? Eins für die Erststimme, eins für die Zweitstimme, das kennt ihr ja mittlerweile schon, wenn ihr schon mal wählen wart. Ansonsten erklärt euch dieser Stimmzettel das recht gut. AfD-Wähler müssen unten noch ein eigenes Kreuzchen setzen und sagen, ja, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen und unterschreiben mit eurer Anschrift und allem drum und dran. Dann gewinnt er auch noch eine Waschmaschine, ne? Kennt er. So. Aber nur, das geht nur bei AfD-Wählern, das ist halt der Vorteil, wenn du AfD wählst, dann hast du halt, kannst du so einen Scherspieler gewinnen. Finde ich gut. Ja, doch. Genau. Ja, ich mache eigentlich gar nicht lang rum jetzt hier. Geht gleich weiter. Ich muss jetzt dann nur erstmal ins Wahllokal rein und mein Zettelchen abholen und die Kreuzchen setzen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Bis gleich. Willkommen zurück. So schnell ging's. Bin kurz rein. Ich habe die quasi noch beim Kaffeekränzchen erwischt. Ja, ich war zu früh dran, ist ja klar, wie gesagt, ich muss in die Arbeit. Und naja, passt schon. Meine Kreuzchen gesetzt. Leider nehme ich nicht an der Verlosung teil, weil ich nicht die AfD gewählt habe, sondern was anderes, was Vernünftiges. Was, wovon meine Tochter noch irgendwann in Zukunft vielleicht mal was davon hat. Es war, also ich fand es recht angenehm. Es war nicht wie ein Besuch beim Zahnarzt oder so, sondern es war komplett schmerzfrei. Also du gehst da rein, dann grinsen dich ein paar nette Leute an, sagen guten Morgen. Und dann sagst du auch guten Morgen. Und dann sagen die so, was wollen Sie hier? Ich will zum Wählen gehen. Ja, dann sind Sie ja richtig. Na schön. Also die sind gut drauf heute. Na gut, geht erst los. Dass die halt noch alles für Geschwerle ertragen müssen und was für Diskussionen. Ja, das ist immer. Unterhaltet euch nicht mit euren Wahlhelfern über die Wahl. Die haben den ganzen Tag nichts anderes um die Ohren. Quatscht die nicht zu mit von wegen, was halten Sie jetzt davon? Was würden Sie jetzt wählen? Oder irgend so ein Scheiß. Lasst die in Ruhe. Lasst die ihren Job machen. Geht hin, gebt euren Wahlzettel ab, den ihr nicht unbedingt braucht. Ne? Wenn ihr keinen Wahlzettel mehr habt, also diese Wahlbenachrichtigung, dann ist das nicht schlimm. Ihr habt hoffentlich einen gültigen Ausweis, den sollte ja jeder mal haben. So. Also der sollte noch gültig sein. Und dann geht er mit dem einfach hin. Ihr braucht keinen Wahlzettel. Lasst euch nichts von irgendjemandem was erzählen. Es braucht keinen Wahlbenachrichtigungszettel. Ihr müsst euch nur identifizieren können mit einem amtlichen Dokument. Reisepass, Personalausweis in dem Fall. Und ihr solltet noch ungefähr so aussehen, wie ihr auf dem Foto ausgesehen habt. Egal. Warum soll man wählen gehen? Das ist immer so, es ist Sonntag und ich habe keinen Bock aufstehen und gestern lang gefeiert. Ihr habt von 8 bis 18, das ist 6 Uhr abends, Zeit zu eurem Wahllokal oder zu irgendeinem, wie bleibt man doch sogar zu irgendeinem Wahllokal eurer Gemeinde gehen und dort eure Stimme abgeben. Das ist erlaubt. Und dann geht er halt zum nächsten näheren Wahllokal, das ist sowieso immer das nächstnähere, zu eurem Wohnort. Also da, wo ihr wohnt, wird euch immer das nächstnähere Wahllokal ausgegeben auf diesem Wahlzettel. Und dann, mein Gott, geht mit dem Hund eine Runde Gassi oder keine Ahnung, geht in der, wenn ihr Städter seid, dann geht er einfach kurz ein paar Mal um den Block zur nächsten Schule oder wo das bei euch dann ist. Aber um Himmels Willen, geht bitte wählen. Lasst nicht
die anderen für euch entscheiden. Denn wenn ihr nicht wählt, wählen die anderen für euch. Und die wählen definitiv nicht das, was ihr wählen wollt. Und wenn ihr sagt, nee, die würde ich nie wählen, so wie ich zum Beispiel die AfD, würde ich nie wählen. Niemals. Also da müsstest du mir eine Knarre an den Kopf halten. Dann würde ich da mein beschissenes Kreuz hinsetzen, aber vorher nicht. Wenn er sagt, die würde dir nie wählen, dann geht wählen. Denn jede Stimme, die ihr nicht gebt, gebt ihr den anderen. Das ist so. Das ist eine prozentuelle Verteilung am Ende. Und wenn jetzt, keine Ahnung, von 100% Wahlbeteiligten 50% dieses Jahr hingehen. Und ein Teil davon wählt die AfD. Dann haben die einen x% Anteil, wie jetzt in den Umfragen so um die 10-12%. Die sind drittstärkste Kraft. Nicht die Grünen, nicht die FDP, nicht die Linken. Die AfD, das heißt, wir haben CDU, SPD, AfD. Die regieren für euch mit. Die bestimmen hernach für euch. Und wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr sagt, ihr wollt nicht von denen regiert werden, aus welchen Gründen auch immer, und sei es irgendwelche Vorurteile, die ihr habt, oder sei es irgendwelche Bedenken, die ihr habt, geht hin und wählt die nicht, sondern die anderen. Und wenn ihr sagt, ja, wen soll ich denn von den anderen wählen? Ja, um Himmels Willen, dann wählt irgendjemanden, der euch da irgendeine Art, wenn ihr soziale Gerechtigkeit wollt, ganz typisch, na gut, heißt immer, das wäre nicht mehr so, aber es ist halt so, dann wählt die SPD. Wenn ihr nicht so ganz zufrieden seid mit dem ganzen Flüchtlingskram, aber jetzt nicht unbedingt wollt, dass wir Zeiten um 1933 haben, dann wählt bitte die CDU oder CSU, je nachdem, was ihr bei euch im Umfeld wählen dürft, wo ihr herkommt. Ne? In Bayern CSU, ne? Dürft ich wählen. Ihr müsstet dann wieder die CDU wählen, wenn ihr irgendwo in Hamburg oder sonst hin wollt. Ist egal, wählt die. Wenn er sagt, weil mir tun die Tiere leid und ich hätte gerne ein bisschen gesündere Umwelt, dann wählt die Grünen. Wenn er sagt, ja, ich will es ganz, ganz sozial gerecht haben und wie auch immer und will es eher in eine Richtung ganz links außen haben, dann wählt die Linken. Aber wählt um Himmels Willen nicht die AfD. Tut mir den Gefallen, bitte. Ich will nicht von den Spinnern regiert werden. Ich habe da keinen Bock drauf. Und ich will nicht, dass die für meine Tochter entscheiden. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe Angst vor denen. Vor denen habe ich Angst. Versteht ihr das? Die versuchen mit eurer Angst zu spielen und euch dazu zu bringen, die zu wählen. Und was, das Einzige, was die bei mir schaffen, ist, dass ich Angst vor denen habe. So. Boah. Ohne Scheiß, ich habe echt Schiss, dass die in irgendeiner Art und Weise was zum Reden haben da drin. Puh. Natürlich ist es jetzt, Armin, das ist jetzt aber arg politisch, was du hier machst und so, ne? Und jetzt, ich will nicht, dass du mich da so beeinflusst. Ja, dann geh. Guck's dir nicht an. Dann bitte. Also, da ist ein Stoppknopf irgendwo hier, da so irgendwo, keine Ahnung, such ihn dir und mach aus. Oder guck bei deinem Browser irgendwo, wo du zurück kannst und ein anderes Video angucken kannst. Keine Ahnung, wo jemand in Chicken Nuggets badet oder sonst irgendwas. Das regt mich auf. Das ist so ein, da sieht er mich mal ein bisschen ragen. So, wo alle immer sagen, nee, der Armin, der kann ja nicht ragen. Hier schon wieder so, ihr seht's nicht, da ist ein Plakat, 7% minus Mehrwertsteuer senken. Ja, habt ihr sie doch alle. Das ist so, hey, das klingt doch gut. Versprechen wir den Menschen, dass sie weniger wieder bezahlen müssen für ihr Essen und für ihr was auch immer, dass sie so mit der Mehrwertsteuer bezahlen müssten. Ja, 7% permanenter Rabatt.
irgendwo steht, glaube ich, wie sie das finanzieren wollen erstmal. Wie willst du 7% weniger Mehrwertsteuereinnahmen auffangen? Das sind ja Milliarden. Irgendwo steht es, wie sie es machen wollen. Und es steht da, aber es steht nichts da. So. Deswegen kann ich es auch nicht wiedergeben, weil es ist also egal. Und oder so, nee, so Plakate von wegen, wie war das irgendwie so mit Deutschland braucht wieder Nachwuchs und sowas, kümmern wir uns selber drum. Irgendeine schwangere Frau auf dem Bild. Sowas gab es schon mal. Wir hatten schon mal hier deutsche Frauen gebärt deutsche Kinder. Ne? Hatten wir schon mal. Kinder? Guckt doch mal in die Geschichtsbücher, so um das Jahr 1939, 33. So dazu angefangen, so ein bisschen zu brodeln. Kinder? Ja? Hab da keinen Bock mehr drauf. So. Jetzt habe ich fast die 10 Minuten voll und bin schon drüber. Ja, bin schon drüber. Ich glaube, das wird jetzt so mein erstes Video, wo ich keine Werbung schalte. Oder wo ich zumindest werbefrei haben will. Ja, wenn er jetzt noch irgendwie, ich würde da irgendwas jetzt machen, weil es alle machen oder sonst irgendwas. Das ist mir ein Anliegen, was ich hier gerade mache. Das ist mir ein äußerst wichtiges Anliegen. Deswegen möchte ich nochmal diese ganzen 10 Minuten jetzt einfach mal kurz zusammenfassen. Mit zwei Worten, die ein sehr weiser Mann am 24.09.2017 gesprochen hat, um 8.12 Uhr, geht wählen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Wahlsonntag. Schlaft aus, genießt euren Kaffee, genießt eure Brötchen, den Semin. Macht euch einen schönen Tag. Nehmt euren Ausweis mit. Wenn er so denkt, oh, das ist tolles Wetter, heute gehe ich mal raus. Oder wenn er denkt, ach, oh, ich habe ja einen Regenschirm, es regnet, ist doch scheißegal. Geht in euer Wahllokal, macht eure zwei Kreuzchen. Für die AfD-Wähler habe ich es am Anfang des Videos schon erklärt, wie das bei denen funktioniert. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, wie schon gesagt, einen schönen Tag. Macht es gut. Ciao, ciao.